Moin Moin und Hallo. Heute möchte ich gerne zeigen, wie ihr an eurem Rowenta Compact Power den Beutel wechseln könnt. Und natürlich den Filter gleich mit. Denn nur wenn eure Beutel und eure Filter in einem Top-Zustand sind, bekommt ihr auch ein Top-Saugergebnis und natürlich auch dann eine Top-Filterung. Es ist relativ einfach, dieses Filtersystem hier zu reinigen und zu ersetzen. Der Staubsauger liegt vor uns auf dem Boden, ganz normal, wie ihr seht, und ist ausgesteckt. Nun gehen wir hier vorne an diese Klappe, okay, drücken diese nach oben, wie ihr seht. Seht ihr diese Bewegung? Ja, das ist das Schloss, um das jetzt zu öffnen. Das heißt, wir bewegen es jetzt nach oben raus. Jetzt drücken wir es so weit, bis es einrastet. Dass der Beutel voll ist, seht ihr hier an diesem Fenster. Nun haben wir den Beutel vor uns, wie ihr seht. Und ihr seht, da quillt schon das ganze Zeugs raus. Es ist jetzt ganz einfach, diesen Beutel zu versiegeln, indem wir dieses Teil umklappen. Und nun ist erstmal dort Schicht im Schacht. Das heißt, jetzt kommt nicht mehr viel aus dem Beutel heraus. Nun müssen wir aber ja den Beutel irgendwie herausbekommen. Hier steht Pull. Das heißt, wir müssen hier dran ziehen. Push wäre reindrücken, das wären die Pfeile zum Installieren und Pull zum Herausholen. So, wir ziehen jetzt daran und können so den Beutel entfernen. Ausgezeichnet, sehr nice. Dann holen wir uns diese Platte, denn diese Platte ist nicht immer unbedingt dabei bei den neuen. Das heißt also, diese wollen wir dann behalten. Um den Filter jetzt zu wechseln, gehen wir hin und heben hier diese Abdeckung ab, indem wir sie nach unten drücken. Nun können wir hier den Filter entfernen. Hier hinter befindet sich nämlich der Motor. Und der Motor ist geschützt von diesem besagten Filter, der hier hereingeklemmt ist. Den können wir jetzt herauslösen, indem wir ihn ja so rausknibbeln. Ja, also einfach den Seite ein bisschen bänden, schon haben wir den Filter in der Hand. Und ihr seht, da kommt schon was an. So, diese Sachen hier kommen also demzufolge weg, beziehungsweise den könnt ihr auswaschen und das hier könnt ihr ausgeben in den Müll oder ersetzen. Diese Sachen bleiben natürlich bei unserem Rowenta-Freund erhalten. Und dann können wir ein neues System einsetzen, um den Staubsauger wieder fit für neue Staubabenteuer zu machen. Jetzt geht's zur Installation. Entweder neuer Filter, neues Bügelchen oder das alte aufbearbeiten. Hier fangen wir an mit dem Filter. Der Filter wird platziert. Ihr seht, der Filter oder den Vorschnitt, das könnt ihr aber auch selber aus Vlies ausschneiden, hat zwei Ecken, die kommen dorthin und zwei runde Kanten, die kommen dorthin. Jetzt gehen wir unten rein, schieben das in Position und schnippeln das oben ein. So, jetzt haben wir alles in Position, um zur Installation vorzukommen. Was ist denn jetzt oben? Hier ist das Schloss und hier unten sind die beiden Freunde, wo das dann dran läuft. Das heißt, das kommt hier in Position und wird dann hier ins Schlössli eingerastet, was aus Kunststoff besteht. Schon haben wir den Filter ersetzt und können nun übergehen zu unserem Beutelchen. Ne, wir wissen ja, dieses Teil kommt so da rein. Das heißt, das Loch muss ja hiermit übereinstimmen, um, weil ja ein Vakuum erzeugt wird, dort hinten dann angesaugt zu werden. Die Luft wird dann angesaugt durch dieses Schläuchli und kommt dann in den Beutel. So, das heißt also, wir machen hier, seht ihr auch, Pfeil, dieses Teil kommt hier dran. Wir schieben es also rein, zurück ins System. Können nun unseren Beutel nehmen, diesen hier einhängen und einrasten. Natürlich muss dafür das Ding geöffnet sein und der Beutel sollte im inneren Teil unseres Staubsaugers verweilen. Nun können wir den Deckel schließen und sind bereit für neue Saugabenteuer mit dem Rowenta Compact Power. 3 Liter Bags sind da drin. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.